Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar am Freitag mit den Ideen, dem Ausblick und etwas Education heute im Bereich der Anleihen. Alle hier auf Facebook ein herzliches Willkommen und auch allen Live-Zuschauern hier im GoTo-Webinar. Ich freue mich, hier wieder einige Live-Zuschauer zu haben, und da gebe ich gleich die Einladung wieder mit rüber. Wenn jemand eine Frage hat oder Sie mal ein Währungspaar oder einen anderen Markt analysieren lassen möchten, dann scheuen Sie sich nicht. Kommen Sie einfach hier rein ins Webinar und stellen Sie Ihre Frage direkt in die entsprechenden Chatfenster hinein, und dann können wir direkt auch darauf mit antworten. Was machen wir heute? Wir sprechen heute ganz normal über die heutigen Handelsvorbereitungen. Wir schauen, was kann die Märkte nächste Woche bewegen. Wir schauen eventuell auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Wir machen die große Chartanalyse und wir schauen natürlich hier im Thema Education auf Anleihen. Das hatte ich ja schon angekündigt hier. Der Anleihemarkt ist wichtig für ein diversifiziertes Portfolio. Sowas schweres Wort zum Freitagmorgen hier. Und aus diesem Grund schauen wir uns diesen Markt an, weil ich weiß, Verständnis für diesen Markt bringt ganz einfach das, was man braucht, um den Markt auch erfolgreich zu traden. Und deswegen beleuchten wir dieses Thema hier an dieser Stelle auch noch einmal weiter. Für diejenigen, die sich wundern, warum ich mit dem Kopf immer hin und her schaue hier im Webinar: ich habe 4 Monitore. Bestimmte Sachen sind auf verschiedene Monitore aufgeteilt. Und aus diesem Grund ist es so, dass ich immer mal rechts und links blicke, um vielleicht auch zu sehen, ob die ein oder andere Frage hier im Webinar auch auftaucht. Bevor wir rein ins Webinar gehen, wie immer der Risikohinweis: Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs, der kann zu Verlusten führen. Wir haben hier an dieser Stelle in den Webinaren keine Finanzberatung. Das ist alles zu Anschauungszwecken sozusagen. Alles, was ich persönlich hier auch sage, ist meine persönliche Meinung. Und wichtig ist auch, wenn Sie mit CFDs und FX handeln, Sie müssen diese Produkte gut verstehen. Und wenn Sie das tun, dann können Sie auch gut traden. Ansonsten lernen Sie es einfach und dann passt das auch am Ende. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die entsprechende Tagesvorbereitung rein hier. Tagesnachrichten haben wir heute wieder ein paar. Wir sehen es hier auf der Uhr. Gegen 10 Uhr gibt es das Thema Einkaufsmanager-Index hier in Deutschland für das verarbeitende Gewerbe. Um 13.30 Uhr gibt es dann die Informationen zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in dem Monat Oktober in den USA und die Arbeitslosenquote hier natürlich. Dann kriegen wir noch Informationen über die Stundenlöhne in den USA. Sie wissen ja, die Stundenlöhne an sich sind ein wichtiger Indikator auch für die, sage ich mal, Kosten der Unternehmen. Wir haben in den USA nahezu Vollbeschäftigung, die Arbeitskräfte werden knapp. Wir haben das ja in der Besprechung im Bischbuch auch gesehen, und knappe Arbeitskräfte bringen dann auch immer mal ein bisschen Druck auf der Lohnseite. Muss man sehen, wie das dort wird. Das gibt es heute. Und dann bekommen wir natürlich auch noch wieder um 13.30 Uhr, die Latte ist heute sehr lang, um 13.30 Uhr die Exporte und Importe hier. Und heute Abend gibt es dann entsprechend wieder um 20.30 Uhr, Sie sehen es hier unten, sehen Sie es stehen, 20.30 Uhr deutscher Zeit, das Thema COT Report, die CFTC Speculative Positions, das kriegen wir hier heute Abend. Und noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache zum Trading: diese Woche haben wir noch hier eine Stunde früher, das heißt, wir haben ja schon eher umgestellt auf die Winterzeit als die USA. Nächste Woche ist es wieder so, dass der Handel nicht 14.30 Uhr deutscher Zeit beginnt, sondern wieder 15.30 Uhr, dann ist wieder alles beim Alten, also 15.30 Uhr Handelsstart in den USA und 22 Uhr entsprechend dann der, ja, das Handelsende in den USA. Ich sehe gerade auch in Facebook, Ludger ist online, Elena auch mit dabei, freue mich, einen schönen guten Morgen an euch beide von mir. In diesem Punkt gehen wir dann gleich weiter in die Charts hinein. DAX gucken wir uns jetzt nicht an. Ich habe für Sie vorbereitet heute den Euro-Australdollar, Euro-Schwedische Krone und US-Dollar-Schweizer Franken. Das sind die Währungspaare, die wir uns hier erst einmal vorknüpfen an dieser Stelle. Heißt also hier rein in die Tageschart. Wir starten mit dem Euro-Australdollar, den ich für Sie hier vorbereitet habe. Eine wunderbare Bewegung, die wir hier gerade sehen. Eine, ja, wie will man es sagen, planbare Bewegung, die jetzt aktuell in ihrer weiten, in ihrem weiten Verlauf steht, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben es ja hier oben gesehen, das Top bei 1,63477 war hier unten schön der Umkehr. Hier oben an dieser Stelle ist der Abwärtstrend entsprechend auch entstanden. Da zog es den Markt definitiv mit nach unten. Hier hat sich dann untergeordnet, wie schon gesagt, der Abwärtstrend gebildet und auch fortgesetzt. Und auch dieser hier, das, was wir hier sehen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, das steht halt weit im Verlauf und hat die Marke hier
von diesem Bereich. Wir haben ja gesehen, hier an dieser Stelle Bewegung, Korrektur, Weite bewegen. Da hat sich was gebildet, was ein Trend ist. Dieser Trend an sich, der fand hier oben auch sein Hoch und jetzt hat sich zwischendrin hier untergeordnet auch was Abwärtstrendförmiges gebildet. Die Marke hier um die 1,58 am 7,5 hier. Das ist das, was ich eingezeichnet habe. Das war so ein Bereich, da hätte Unterstützung kommen können in den Markt. Die ist aber komplett ausgeblieben. Das heißt, diese Marke ist jetzt zu einem Widerstand geworden. Und dieser Widerstand, ja, der ist jetzt erst einmal im Raum. Jetzt kommt es halt darauf an, wie der Markt an dieser Stelle weitermacht. Ich hatte ja darauf hingewiesen, das hier, das Teil, beziehungsweise von hier oben angemessen, es ist eine sehr, sehr weit gelaufene Bewegung. Und Sie wissen das ja, irgendwann kehrt sich so eine Bewegung auch mal um. Da gibt es eine Gegenbewegung, einen Rebound sozusagen. Ähnlich wie wir das hier heute im Kleinen schon sehen. Ne? Hier unten hatten wir das Tagestief bei 1,47, 4,21. Geht der Rebound etwas weiter hier oben. Bei 1,58, 7,5 haben wir den Widerstand. Wenn wir hier wirklich drüber gehen, dann haben wir interessante Anlaufbereiche auf der Oberseite. Dann haben wir zum einen erst einmal hier dieses Level, wo das Tagestief steht um die 1,59,1 und dann können wir hier oben ranlaufen an die 1,59,5 beziehungsweise hier 1,59,854 in diesem Bereich. Das könnte ein Rebound werden, der durchaus auch drin ist, weil wir sehen ja auch, wenn wir mal hier dieses Ganze sehen, diesen Verlauf, diesen Trendverlauf hier nach unten, dieser kleine Trend, der hat ja auch immer schön tief korrigiert. Das ist bei diesem Währungspaar nichts Ungewöhnliches, dass wir starke Rückläufe auch bekommen. Nach unten hin läuft der Markt allerdings nicht nach oben, sondern direkt nach unten. Dann haben wir, wie schon gesagt, das Tagestief von heute erst einmal als Anlaufmarke. Da wird sich sicherlich vielleicht die ein oder andere Entscheidung hier am heutigen Tageshoch um die 1,58,435 ergeben, bricht das Ganze unten weg. Hier haben wir das nächste Tagestief um die Marke von 1,56,945 und dann haben wir hier unten schon diesen wichtigen Bereich, dieses Trendtief hier von diesem Aufwärtsschub, den wir hier gehabt haben, bei 1,56,106. Das hier an dieser Stelle in diesem Markt. Wenn wir das Ganze mal etwas kleiner hier an dieser Stelle noch machen, dann sehen wir hier im ganz, ganz großen Bild, das habe ich aus der Woche genommen, diesen ganz, ganz großen Aufwärtstrend, der korrigiert jetzt halt tief und ohne weiteres wäre es wirklich möglich, dass der Markt sogar noch ein bisschen runter geht, ohne diesen riesengroßen Schub nach oben kaputt zu machen. Das heißt, wir haben hier nach unten hin sehr viel Potenzial, aber wir haben halt auch nach oben hin Potenzial und das ist das Interessante hier an dieser Stelle, was sich in diesem Markt ergibt. Das heißt, wir haben hier einen Markt, der bietet uns kurz- und auch mittelfristig genügend Ansatzpunkte. Wichtig ist es halt gerade im kurzfristigen Bereich, wie es jetzt weitergeht und da schauen wir nochmal in die Stunde rein, dass wir uns mal den Stundentrendverlauf anschauen und da sehen Sie halt das, was wir gestern auch gesehen haben, dieser starke Move nach unten, der hat sich ja heute Nacht entsprechend auch mit fortgesetzt und wir sind hier ja in einem laufenden Abwärtstrend und auch dieser laufende Abwärtstrend steht sehr, sehr weit entsprechend in seiner Bewegung. Interessanter Bereich ist hier diese Marke, was haben wir hier unten zwischen 1,58,2 und 1,58,4 in diesem Bereich. Hier kommt es drauf an, was der Markt macht, schlüpft er hier oben drüber, dann könnte es durchaus hier über diesen Bereich bzw. in diesen Bereich reingehen und der Markt etwas tiefer korrigieren. Anlaufpunkte im Stundenchart auf der Oberseite haben wir auch genug da. Das heißt, nach oben hin ist etwas am Potenzial. Warum soll der Markt das nicht nutzen? Wenn er es spielt, kann man das Ganze wirklich durchaus schön für das entsprechende Trading auch in den kleineren Zeiteinheiten nutzen. Weg genug ist da. Hier der letzte Schub nach unten. Er ist jetzt gerade mittendrin korrigiert. Schwäche hier im Stundenchart, die sehen wir übrigens ganz im kurzfristigen Bereich, auch wenn wir uns die 5 Minuten anschauen. Hier sehen wir ja mal den Abwärtsverlauf, hier diesen starken Schub nach unten. Jetzt hat sich dieser Aufwärtstrend hier entsprechend gebildet. Das heißt, wir sehen, dass die 5 Minuten, bis hier Klarheit kommt, müssen erstmal hier oben rüber in diesem Bereich. Also das heißt, hier hat man ja ein Korrektur tief, ein Trend tief, hier hat man das hoch, hier müssen wir erstmal drüber, das ist viel, viel, viel Weg nach oben hin. Dieser 5-Minuten-Trend hier kann uns zeigen, wo es lang geht. Läuft er hier oben drüber, haben wir die Chance für einen Rebound, dreht er gleich wieder rum, dann können wir sagen, okay, jetzt wird es wahrscheinlich erst einmal im kurzfristigen Bereich, im Intraday-Bereich wieder Richtung Tagestief gehen. Das kann man sich hier entsprechend auch vom Markt mit anzeigen lassen. Also das an dieser Stelle hier zum Euro-Austral-Dollar. Danach gehen wir mal weiter in den Markt unseres schwedischen Nachbarn hier, Euro, schwedische Krone. Schauen wir auch erst einmal wieder im Tageschart an. Hier sehen wir eine interessante Abwärtsbewegung. Ich mache das Bild mal so, dass wir hier etwas mehr Historie ganz kurz sehen, mal für den Chart. Wir sehen hier den Bereich, Sie sehen es selber. Wir haben aktuell einen sehr, sehr starken Rücklauf. Wenn wir mal diesen Schub hier nach oben nehmen, diese letzte starke Bewegung, die war halt sehr, sehr heftig nach oben, ohne wirklich deutliche Zwischenkorrekturen. Hier gab es mal ein bisschen Gezappel, aber der Markt lief einfach hoch. Jetzt sind wir extrem weit in der Korrektur nach unten gelaufen. Hier, wir sehen es unten, das Tief hier unten bei 10,22,593 in etwa, ist das Tief, der Tiefbereich hier, dieses
Bewegungsschubs hier, dieses Trends, der hier an dieser Stelle auch erkennbar ist. Da haben wir jetzt die Marke hier, wo wir immer wieder innerhalb dieser Korrektur, hier hat sich natürlich auch ein Abwärtstrend gebildet, das ist ja auch ersichtlich, wenn die Bewegung bzw. die Korrekturen so weit auseinanderlaufen, wenn so viel Platz im Chart drinnen ist, dann bietet sich das halt an, dass sich da auch Untertrends bilden und das passiert ja hier auch regelmäßig. Wir haben jetzt hier die Situation bei 10,28,642. Da haben wir einen Support. So, und dieser Support hat schon einige Male gehalten. Ne? 1, 2, jetzt sind wir das dritte Mal hier dran. Die ersten beiden Male hat es gehalten. Springt er wieder nach oben hin. Wir sehen ja, was immer an Rebound auch möglich gewesen ist an diesem Bereich. Dann haben wir hier auf der Oberseite zum einen erstmal diese abwärts laufende Trendlinie. Trendlinien haben jetzt für reine Trends nicht so die extrem markanten Punkte. Man kann die immer ganz gut zum Traden nutzen, aber so ein Trend ist halt wirklich erst zu Ende, wenn es gebrochen wird. Und wir haben halt hier oben, wir müssten weit hier oben drüber laufen, beziehungsweise wenn wir hier drunter rutschen, erst einmal bis hierhin, um diesen Abwärtstrend, der hier entstanden ist, auch zu brechen. Das ist klein, das ist das auf alle Fälle, was wir hier in dem Moment sehen müssen. Aber wir schauen ja hier aufs kurzfristige Trading und da müssen wir gar keinen Trend brechen, sondern wir können, sollte ein Rebound kommen, ja schauen, was machen denn die Tageshochs, wo liegt es denn? Wir haben ja hohe Rückläufe auch gesehen, das heißt, wir haben hier in diesem Markt, wenn eine Umkehr kommt, wenn wir hier unten wieder wie ein Trampolin abspringen, die nächsten hoch, erst einmal klar, das Tageshoch von heute, das haben wir um die Marke von 10,31,751, dann gibt es hier das Tageshoch vom Tag bevor, also von gestern bei 10,36,8. 9 in diesem Bereich und hier bei 10,41,312. Da geht es nach oben hin. Hier haben wir das Korrektur hoch sozusagen in diesem Bereich momentan liegen. Da kann schon einiges kommen, wenn der Markt wieder rumdreht, so wie wir es hier gesehen haben. Auf der anderen Seite bricht er drunter, nimmt er den Schub weg hier, nimmt dieses Korrekturtief raus, dieses Trendtief, was wir hier entsprechend haben, also diese Marke von 10,28,642, dann ist das Potenzial nach unten hin auch weiter da. Das heißt, nächste Anlaufpunkte wären dann hier diese beiden Tagestiefs um die Marke von 10,26,108 und dann hier unten, wie ich gesagt hatte, der Supportbereich um die 10,22,593. Das sind mal die Marken, die wir hier haben. Und ich sag mal, bei diesem Getingeltangel da unten rum ist es manchmal recht schwierig, das Ganze in der Stunde zu sehen. Wir sehen hier die Stunde weiterhin im Abwärtsverlauf. Der Abwärtstrend ist da. Aber wenn wir jetzt hier hochdrehen, dann haben wir ein höheres Tief und dann haben wir schon die Chance, hier oben drüber zu laufen. Und wenn das dann kommt, dann bewegen wir uns in der Stunde möglicherweise wieder aufwärts. Und das wäre dann das Thema Rebound. Und wenn wir uns das Thema Rebound mal anschauen, wenn wir mal ein bisschen in die Historie zurückschauen, da sehen wir ja, was hier kommt. Ne? Hier unten war genau das Gleiche. Wir hatten hier unten nochmal ein Tief, einen Schub nach oben. Hier hat sogar den Abwärtstrend gebrochen, Korrektur. Und dann lief der Markt nach oben. Klar, es ist ein Markt, der hat starke Schwankungsbreiten. Das muss immer zum Risikoverständnis und Risikoverhältnis an dieser Stelle mitpassen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, wie entsprechend hier die Märkte nach oben gelaufen sind. Das sehen wir auch hier drüben. Wenn wir hier mal reingucken, ich hoffe, ich kriege es noch ein Stück kleiner. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Jawohl, hier, gucken Sie sich das mal an. Hier hat man genau das Gleiche hier unten. Abwärtstrendverlauf, Aufwärtstrendbildung und dann schob sich der Markt schön trendförmig nach oben. Also das sind Dinge, die sehen wir hier in dieser Währung und das kann man sehr, sehr gut dazu nutzen, um zu identifizieren, ob der Markt jetzt hochläuft oder erst einmal weiter nach unten läuft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten hier entsprechend auch auszuloten, in welche Richtung es denn gehen kann und welches Setup hier entsprechend getradet werden kann. Und damit zum dritten Währungspaar für die heutigen Handelsideen. Und zwar ist das US-Dollar-Schweizer-Franken. Haben wir hier oben im grünen Bereich mit drinnen stehen. So, hier das Ganze auch mit am Laufen. Hier eine schöne Situation. Wir müssen mal ganz kurz in den Wochenchart gehen. Es ist interessant, was hier an der Stelle passiert. Weil wir haben hier oben, Sie sehen es ja selbst, die Marke von ungefähr 1,005. Das ist ein Bereich, da sind wir jetzt erstmal drüber gelaufen. Das heißt, dieser starke Schub nach oben hat jetzt mal diesen Hochbereich hier rausgenommen. Wir haben hier oben hin ein bisschen Potenzial auch noch liegen, wenn der Markt wieder nach oben tritt. Ne? Sie sehen es, die nächsten Anlaufpunkte wären mal Wochenhochs hier in diesem Bereich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die sind. Die liegen hier so übereinander. Die liegen bei 1,01 und 1,011 hier, die Wochenbereichs. Also das, was ich hier drüben entsprechend gerade angezeigt habe. Danach geht es hier oben weiter. Wir haben nach oben hin, wenn der Markt nach oben läuft, hier den nächsten Punkt um die Marke von ungefähr 1,017 und dann haben wir hier oben noch diesen Hochbereich hier. Da haben wir den auch liegen. Dort, das ist Potenzial, was der Markt an dieser Stelle definitiv auch hat. Und
weil wir ja sehen wollen, was dieser Markt hier kurzfristig macht, schauen wir uns dieses ganze Gebilde mal im Tageschart an. Wir haben jetzt hier untergeordnet, ich habe Ihnen das mal eingezeichnet, diesen grünen Aufwärtstrand an dieser Stelle. Der hat diese ganzen Hochs hier rausgenommen, die wir vorher hatten, und an dieser Stelle ein Hoch markiert bei 1,00942. Jetzt haben wir eine ganz normale Korrektur. Das sieht man ja immer wieder. Erstmal ist dieser Trend in seiner Bewegung sehr weit gelaufen. Da ist natürlich eine Korrektur im normalen Bereich. Das ist alles normal, was wir hier an dieser Stelle sehen. Die Frage ist jetzt nur, wie weit läuft diese Korrektur? Das weiß man ja nie. Aus diesem Grund nimmt man sich hier die Charts zu Hilfe, wo man einfach auch sehen kann, wo könnten denn Dreh- und Angelpunkte sein? Und da haben wir zwei Stück. Zum einen einmal hier oben diesen Bereich um die 0,99751 und dann etwas drunter hier die Stelle, wo dieser Aufwärtstrend, dieser grüne Aufwärtstrend, den ich eingezeichnet habe, entstanden ist, und das ist der Bereich von 0,99531. Das wären erstmal die nächsten beiden Supports. Sicherlich, da kann man auch noch einige Tagestiefs mit annehmen. Die sind ja auch immer von Relevanz, muss man sehen, was da passiert. Aber auf alle Fälle, wir haben hier erst einmal ein paar Marken, die kurzfristig halten können. Und so stark wie dieser Trend ist, würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir hier oben einfach schon rumdrehen. Wenn wir an die Ausbruchsniveaus ranlaufen und dann entsprechend einfach wieder nach oben drehen, läuft es doch etwas tiefer. Der Markt könnte korrigieren bis zum aktuellen Korrekturtief. Das liegt bei 0,98532 hier unten in diesem Bereich. So tief könnte es korrigieren. Wenn er es macht, haben wir mehr Kraft nach oben, beziehungsweise haben wir mehr Schub nach oben. Da wird dieses Korrekturband etwas stärker gedehnt. Reißt das Ganze, ja gut, dann ist das Long-Szenario total hinfällig. Nur da möchte ich jetzt überhaupt noch nicht drüber sprechen. Das ist noch viel zu früh. Jetzt sehen wir hier erstmal Korrektur, und wie schon gesagt, die Korrektur hat die Umkehrpunkte hier an dieser Stelle und nach oben hin kurzfristig dann erst einmal das Potenzial, diese Wochenhochs anzulaufen. Mittelfristig haben wir ja gerade gesehen, kann es hier an dieser Stelle auch noch deutlich weiter nach oben gehen, wenn sich das Ganze positiv und dynamisch weiter nach oben mitentwickelt. Also das hier mal die Sachen, die wir brauchen. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, auch in der Stunde, wenn wir uns der Stunde auch zu Hilfe nehmen, dann sehen wir hier einfach sehr schön auch die Trendverläufe im Aufwärtsmarkt, dass wir hier haben. Hier haben wir den letzten großen Schub gehabt, und wir sehen, dieser Aufwärtstrend hier, der ist noch längst nicht gebrochen, der ist weiter intakt. Er ist halt nur nach unten gelaufen. Ne? Das hier ist der letzte große Schub nach oben. Der ist auch trendförmig gelaufen. Das kann man ja sehr, sehr schön sehen. Und dieser Bewegungstrend, der ist jetzt auf alle Fälle erst einmal gebrochen. Aber wir sehen, dass solange wie wir nicht hier unten drunter laufen, unter die 0,996 in diesem Bereich, wird hier alles weiter auf der Long-Seite in Ordnung bleiben. Und das zeigt uns einfach, wir haben ja einen starken Markt. Und wenn er früh genug rumdreht, dann sehen wir das an der Stelle, dass wir hier beispielsweise, ich mache jetzt mal das reine Beispiel, das ist jetzt hier der Abwärtstrend an dieser Stelle. Der läuft jetzt vielleicht noch ein Stückchen tiefer und dann dreht er rum, und wenn er rumdreht, bricht er sich hier an dieser Stelle, bricht er nach oben, macht nochmal eine Korrektur optimalerweise, wann und wo auch immer die kommt, und läuft dann halt auch wieder trendförmig nach oben. Wir sehen ja, was der Markt hier an dieser Seite macht, und das ist das Interessante, was wir hier in diesem Chart einfach nur beobachten müssen und hinschauen müssen, was der Markt hier macht, und dann uns entsprechend positionieren in die Richtung, wo unser Setup oder Ihr Setup an dieser Stelle Sie auch hintragen soll. Also das einmal zur Besprechung der aktuellen Situation hier im Chart, was wir hier sehen beim US-Dollar, Schweizer Franken. Und damit fertig mit den Handelsideen. Ich schaue jetzt mal in die Chats hinein hier. Fragen haben wir, so wie ich das sehe, kleinen Augenblick. Nein, Fragen haben wir momentan keine. Ach, Fernando, guten Morgen, ich sehe gerade hier im GoTo ist der Fernando drin, einen schönen Gruß von mir und einen schönen Freitag. Also an dieser Stelle, die Handelsideen für den heutigen Tag sind damit beleuchtet. Die können Sie übrigens auch für diejenigen, die hier im GoTo-Webinar entsprechend auch mit zuschauen, diese Handelsideen können Sie sehr, sehr schön auch nachlesen auf dem Blog von Tickmill. Die veröffentlichen wir hier jeden Morgen. Wenn Sie auf die deutsche Website von Tickmill gehen, dann gehen Sie einfach mal hier auf den Blog, und im Blog sehen Sie dann entsprechend hier die Einträge für die Handelstage, und da sehen Sie morgens auch, bevor wir das Webinar hier machen, nochmal in schriftlicher Form die entsprechenden Ideen für den heutigen Handelstag. Klar, das sind statische Charts, die können sich auch immer ein bisschen verändern, aber die Grundideen bleiben die gleichen. Der Markt, der lebt halt, und das ist ja das, was wir hier an dieser Stelle entsprechend auch mit sehen. So, jetzt schiebe ich das mal wieder mit nach drüben, und dann gehen wir hier in den nächsten Punkt, und zwar schauen wir jetzt mal die Wochenvorschau an. Ich glaube, unabhängig von den Nachrichten, die wir hier an dieser Stelle jetzt auch sehen,
ist nächste Woche in den USA ein Ereignis wirklich sehr, sehr tragend. Wir haben Midterm Elections nächste Woche Dienstag, das ist der 6. November. Da ist die Wahl und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für das Präsidentschaftsamt, wie es dann in den USA weitergeht, ob ja Trump eine lame duck wird oder ob er normal weiter regieren kann, wie er das momentan halt macht. Da möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal überraschen lassen, was das Wahlergebnis ist. Die Märkte antizipieren momentan scheinbar einen positiven Ausgang, wie auch immer das Positive gedeutet wird. Sie steigen schön an, das ist das, was wir hier sehen. Spannend wird es wirklich nächste Woche Mittwoch, wenn die Wahlergebnisse dann kommen. Ich denke mal, ja, Dienstag, Mittwoch, ich weiß nicht genau, wann die in den USA veröffentlicht werden, aber ich glaube, spätestens Mittwoch haben wir die Ergebnisse. So genau kenne ich mich da nicht aus, wie die zeitlichen Abläufe sind. Aber es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend nächste Woche Mittwoch. Und dann noch die weiteren wichtigen Ergebnisse hier. Aus Europa bekommen wir da nichts, was hohe Relevanz hat, also was in die drei Bullenköpfe sozusagen reingehen würde. Mit den, sag ich mal, etwas niedrigeren Relevanzen beschäftigen wir uns dann natürlich immer wieder unter den Tagen. Das heißt, das mache ich jeden Morgen. Die wichtigsten Ereignisse für die nächste Woche. Am Montag gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index für den Monat Oktober im Bereich Dienstleistungen. Am Dienstag geht es nochmal um das Thema Stellenangebote. Mittwoch gibt es wie jede Woche die Rohöl-Lagerbestände. Und am Donnerstag, ausnahmsweise, normalerweise sind diese Dinge ja immer am Mittwoch angesetzt, gibt es das FOMC-Statement und die Zinsentscheidung der Fed. Das wird sehr, sehr spannend. Vielleicht nicht zwangsweise der Zinsentscheid per se. Da ist jetzt die Prognose bei 2,25. Und wir sehen ja, beispielsweise der Ölpreis, der ist doch deutlich rückläufig jetzt gewesen die letzten Tage. Das heißt, das nimmt so ein bisschen Druck vom Kessel der Inflation, weil die Rohstoffpreise, die gerade auch die Ölpreise, haben ja doch ein gewisses Ausmaß an der Gestaltung der Inflation. Und da das ganze Thema jetzt etwas rückläufig ist, wir haben ja die letzten 14 Tage bei den Rohöllagerbeständen, können auch die letzten drei Wochen gewesen sein, steigende Lagerbestände. Das heißt, hier geht so ein bisschen Druck vom Kessel. Der Ölpreis kommt zurück. Das könnte wirklich auch etwas Druck von der Inflation nehmen und der Fed entsprechend hier in den USA etwas mehr Luft an dieser Stelle geben. Das heißt, hier bleibt es spannend, was der Herr Powell dann in der Pressekonferenz sagt. Das wird sehr, sehr, sehr spannend und das werden wir nächste Woche Donnerstag um oder ab 20 Uhr erfahren. Und am Freitag, da gibt es aus den USA auch wieder den Erzeugerpreisindex. Erzeugerpreise, wissen Sie ja auch, stützen die Inflation. Mal gucken, was es ist. Wir haben hier eine Prognose eines Zuwachses von 0,3%. Das mal die Termine für die kommende Woche. Und damit geht es heute mit rein in den Markt. Der Fernando fragt gerade, sind heute NFPs? Warte mal, wir gucken mal nach. Es wird mir nichts angezeigt, deswegen prüfe ich nochmal nach. Kleinen Augenblick. Gib mir eine Sekunde, Fernando. Ich muss das mal schnell nachschauen. Im Wirtschaftskalender. Ne, ich sehe hier nichts. Ich ziehe es mal kurz rüber. Also es kann jetzt sein, dass hier ein Fehler drin ist, aber NFP sehe ich hier an dieser Stelle nicht. Hier ist mal angegeben USA und Deutschland. Nur die Arbeitslosenquote, die haben wir hier. Das ist das, was heute mit im Block steht, 13.30 Uhr. Das hatte ich ja in den Tagesnachrichten auch gesagt. Die Non-Farm Payrolls haben wir hier an dieser Stelle heute nicht. Gut, okay, dann geht es jetzt an dieser Stelle weiter mit den Charts. Jetzt muss ich gucken, wo der Browser, hier, da haben wir es. Viele Monitore, da kann sich das ein oder andere etwas verstecken. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir hier die Märkte entsprechend reingeschrieben mit den Indizes. Machen wir hier direkt wieder und fangen wir an mit dem DAX. Dem Lieblingsindex hier von uns Deutschen ist unser Heimatindex. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben wirklich diese schönen Sachen hier unten gesehen, die wir als Bodenbildung sehen konnten nach diesem Abwärtstrend, den wir haben. Ich habe jetzt die ganzen anderen Sachen aus dem DAX mal rausgelöscht, die wir hatten mit dieser Schulterkopf-Schulterformation und so weiter und so fort. Das wissen wir entsprechend alles. Heißt also hier an dieser Stelle, blicken wir einfach mal klassisch sachlich auf den Trendverlauf, den wir hier haben. DAX haben wir hier an dieser Stelle. Was haben wir im DAX? Sie sehen es selbst. Wir haben einen schönen
wie soll ich sagen, laufenden Abwärtstrend. Ich mache das mal kurz, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Das heißt, der Trend, der läuft hier schön nach unten an dieser Stelle. Hier die letzten Trendverläufe, ich zeichne es jetzt mal nicht komplett. Ich denke, das ist für jeden offensichtlich, was hier an dieser Stelle mitläuft. Das Ganze hier nach unten gezogen. So, also hier haben wir momentan eine schöne tiefe Korrektur im DAX. Jetzt kommt es halt drauf an, was macht entsprechend der Markt hier an dieser Stelle. Ja, wichtig ist hier oben dieser Bereich. Ich nehme das mal ganz kurz hoch hier. Das hier nehmen wir mal hin. Das hier ist dann ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Das heißt, das ist die Marke von 11.800 Punkten. Hier kommt es wirklich drauf an, wie positioniert sich der Markt hier. Laufen wir oben ran und drehen wieder rum oder packt es der Markt sich drüber zu etablieren und schafft dann die Bildung eines Aufwärtstrends. Wenn das dann passiert, das bleibt dann wirklich sehr, sehr spannend, weil dann haben wir eine richtig gute Chance, dass wir sagen, okay, der Markt kann sich zum Jahresende hin dann doch positiv entwickeln, weil wir diesen starken, langlaufenden Abwärtstrend auch aus dem Markt rausgenommen haben. Wenn wir mal schauen, seit Mai läuft das Ganze hier permanent nach unten. Es ist ein schöner Trend, den kann man auch sehr, sehr schön handeln. Wer hier unten diesen Umschwung nicht ganz mitbekommen hat, hier, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschaut, immer wieder die Möglichkeiten, das Ganze auch aus der Korrektur herauszutreten. Wir sehen hier immer wieder Korrekturtiefs, die dann nach oben laufen. Hier sogar die Bildung eines untergeordneten Trends. Gut, hier läuft jetzt eine große Fahnenstange. Das ist einfach so. Wichtig ist, suchen Sie sich in diesen Läufen, die wir hier entsprechend haben, immer auch die Sachen raus, die für Sie entsprechend wichtig sind. Das heißt hier an dieser Stelle hochlaufende Märkte. Schön im Trend und das handeln Sie bitte, wie Sie es brauchen. Wenn wir uns das Ganze rein aus trendtechnischer Sicht mal anschauen, wir haben Korrekturen, wir haben Bewegungen und wir haben Korrekturtiefs. Und wenn Sie sich diese Korrekturtiefs anschauen und hier entsprechend Ihre Signale auch traden, dann passt das Ganze und dann ist das Ganze sehr, sehr, sehr schön. So, also hier an dieser Stelle der Markt weiter in seiner Korrektur. Hier oben bei 11.800 Punkten wird es spannend, ist ein Widerstandslevel, heißt also an dieser Stelle, Markt könnte hier oben entsprechend rumdrehen und dann hier die Punkte nach unten wieder anlaufen. Da hätten wir dann natürlich die Tagestiefs oder aber der Markt könnte nach oben laufen. Wir wissen es nicht, wir stehen momentan hier einfach nur mittendrin in einer weitlaufenden Korrektur. Das heißt, hier müssen wir erstmal abwarten, was kommt. Im Intraday-Bereich ist es jetzt interessant, wir haben die Punkte relativ nah dran, also hier an dieser Stelle, dort um die 11.680 Punkte im Tageshoch, dann haben wir hier ein Tageshoch um die 11.700 und knapp 90 und dann haben wir natürlich hier oben diesen Hochbereich, wie schon gesagt, da ist die Marke von 11.800 Punkten und das ist dann wichtig, was wir hier an dieser Stelle entsprechend auch mit sehen. Also das hier passt ins Bild, schöne Korrektur im laufenden Abwärtstrend, also der DAX schön nach oben gelaufen, das zum deutschen Heimatindex. Schauen wir mal auf den US-Markt. Beginnen wir mal mit dem S&P 500 hier an dieser Stelle. Da sehen wir jetzt ein ähnliches Bild, wie wir das im Chart gesehen haben. Das heißt hier, wir haben schön diesen laufenden Abwärtstrend und auch hier in diesem laufenden Abwärtstrend sehen wir hier entsprechend eine Korrekturbewegung. Und hier kommt es auch wieder drauf an, was der Markt jetzt drauf macht oder daraus macht. Ne, wir sehen das hier, wir haben das Korrekturhoch hier oben um die Marke von, wo haben wir es liegen, 2000, ungefähr 800 Punkten. Das ist dieser Bereich hier, da mache ich gleich mal das Preisschild noch mit dran, so ungefähr, also hier um die 2800 Punkte Marke, da haben wir das Korrekturhoch, da wird sehr spannend, was passiert. Wir sehen aber diesen weiten Verläufe auch und jetzt schauen wir uns das Ganze mal, ich habe das ja gesagt, wir haben jetzt hier auf Tagesbasis schön einen laufenden Abwärtstrend und hier an diesen Stellen macht es halt immer Sinn, dass man halt, wenn man auch umkehren traden möchte, dass man halt mal nicht nur sieht, okay, was ist denn eine weite Bewegung, sondern was könnte denn im größeren Bilde kommen und das haben wir ja hier im S&P 500 auch schon des Öfteren gemacht. Wir blicken nochmal in den Wochenchart und da haben wir hier unten gesehen, das ist jetzt auch vorbei, dieser Schub hier unten ist vorbei, da ist man weggelaufen, davon ist einfach so. Aber hier unten, diese Marke, was ich hier eingekreist habe oder beziehungsweise mit blau markiert habe, bei um die 2600 Punkte, das ist ein wichtiger Bereich gewesen, ein wichtiger Supportbereich. Und hier sehen wir, da ist der Markt diese Woche aufgesetzt und von dort aus direkt rangelaufen. Das heißt, was wir hier sehen ist, wir haben jetzt eine sehr, sehr tiefe Korrektur gesehen im
S&P 500 im Wochenchart. So, jetzt schiebt der Markt hier massiv wieder nach oben. Das heißt, wir haben jetzt hier doch eine gute Chance, dass der Markt weiter versucht, diesen Aufwärtstrend aufwärts oder beziehungsweise aufrecht zu erhalten. Das heißt, die Positionierung könnte hier durchaus so sein, dass der Markt erneut hier oben ranläuft. Ich weiß nicht, wann, ob er hier oben ranläuft und dann drüber läuft und neue Allzeithochs macht und sich dann einfach fortsetzt oder ob wir hier oben ein tieferes Hoch bekommen und der Markt dann rumdreht. Da habe ich keine Ahnung. Das weiß keiner, das kann Ihnen keiner genau sagen. Wir schauen jetzt einfach nur mal auf das wichtige Bild und wir haben halt hier oben diese Marke, wie wir es ja auch sehen, der Abpraller ist gekommen. Ja? Das heißt, wer hier tagsüber auch hingeschaut hat, konnte das Ganze auch gut nutzen. Die Dynamik ist auch da. Wir sehen das auch sehr, sehr schön im Wochenmarkt hier. Der Markt ist ja im Stundenchart, der Markt ist hier auch mit nach oben gelaufen. Man konnte hier die Korrekturen auch mit sehen und hier hat sich untergeordnet wieder was gebildet. Also all diese Dinge sind hier sehr, sehr schön entsprechend tradebar. Gucken wir nochmal in den Tageschart rein, dann stehen wir hier jetzt halt wie auch im DAX in einer weit gelaufenen Korrektur. Ob die jetzt direkt hier oben reinläuft oder ob sie wieder rumdreht, man weiß es nicht. Es ist jetzt auf alle Fälle mal die Situation da, die wir besprochen haben, dass wir von diesem starken Schub nach unten einen Rebound bekommen. Und mittelfristig kann sich dieser Rebound tatsächlich dazu ausarbeiten, dass wir eine Jahresendrallye hier bekommen, die uns nochmal hier Richtung Allzeithoch im S&P 500 führt, also auch irgendwo Richtung Marke 2950, 3000 Punkte, ohne weiteres, vielleicht sogar darüber hinaus, man weiß es nicht, der Grundstein ist auf alle Fälle gelegt. Ich sag mal, die Entscheidung, die steht hier an dieser Stelle noch aus. Das heißt, wichtige Punkte finden sich hier oben. Also dieser Drehpunkt, dieser Dreh- und Angelpunkt hier irgendwo um die 2800-Punkte-Marke. Hier haben wir nämlich das Trendkorrektur hochliegen. Also bei knapp 2800 Punkten laufen wir drüber, brechen wir hier diesen Abwärtstrend. Das wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und dann kommt es halt darauf an, wie der Markt sich verhält. Also ich skizziere jetzt mal ein Beispiel. Also das kann jetzt sozusagen hier einfach oben drüber laufen, dann entsprechend irgendwann korrigieren und dann nach oben laufen. Das wäre mal eine Möglichkeit. Oder aber der Markt läuft bis hier ran, bis oben ran, dreht dann wieder rum und läuft nach unten. Das wäre dann der Bereich, dass man einfach sieht, okay, war erst einmal nur eine tiefe Korrektur und den Markt schiebt es an dieser Stelle nach unten und dann weiter bis in diesen Bereich hier unten. Das kann passieren. Und das Dritte, was passieren kann, was wir in diesem Index auch schon oft genug gesehen haben, wir sehen einfach eine riesen Fahnenstange nach oben laufen, ohne Korrekturen hier im Tageschart. Also das sind mal die Dinge, die ich nach oben hin entwarte, was entsprechend passieren kann. Wir sind hier mitten in einer Bewegung. Spannend wird es wirklich, was wir machen, wie wir weiter nach oben laufen, ob wir wirklich diese starke Aufwärtsdynamik weitersehen oder ob wir irgendwann rumdrehen. Auf alle Fälle ist es sehr, sehr spannend, was hier in diesem Markt passiert. Und er hat einiges an Potenzial in beide Richtungen. Aber die entscheidenden Marken, sowohl im DAX als auch im S&P 500, die liegen jetzt noch vor uns. Und das ist das, worauf es gilt zu achten. Ich sage auch immer an dieser Stelle, wer das Ganze auch tradet im kleinen Bereich, ist das eine. Wer es als nebenberuflicher Trader tradet, suchen Sie sich wirklich gute Stellen in den Charts, wo Widerstände und Unterstützung liegen und versuchen Sie von Extremen heraus zu traden. Kleiner Tipp von meiner Seite und nicht irgendwo zwischendrin, weil hier jetzt zwischendrin, gucken Sie mal, wenn Sie hier unten in diesem Bereich getradet hätten, dann hätten Sie sehr eng die Absicherung ziehen können. Wenn Sie jetzt hier traden und mal diesen Trend hier nehmen, wo wollen Sie sich da absichern? Es ist einfach, je weiter so eine Korrektur oder eine Bewegung fortschreitet, je größer ist das Risiko, dass das ganze Teil auch rumdreht. Das heißt, als nebenberuflicher Trader schauen wir einfach, dass wir diese Punkte hier unten erwischen, beziehungsweise prüfen, was hier oben passiert. Das sind die wichtigen Marken und da laufen wir hin. Deswegen machen wir hier auch den Blick auf das große Bild immer wieder mit, wie schon gesagt, jetzt auch hier im S&P 500 der Weg nach oben in der Korrektur. Sehr, sehr interessant, was wir sehen. Entscheidung offen ab der 2800-Punkte-Marke. Ich sehe gerade, der Sven sagt hier, ich muss mich manchmal selbst an den Kopf passen. NFPs, ja, Englisch und Deutsch, es ist alles gut. Also, wir haben heute die Arbeitsmarktdaten, ist das Deutsch, das ist im Englischen, sind natürlich die NFPs Asche über mein Haupt. Das ist mir jetzt an der Stelle ein kleines bisschen unangenehm. Das, was wir heute sehen, sind selbstredend die NFPs und auf Deutsch sind es die Arbeitsmarktdaten. Passiert, kann ich nicht zurücknehmen, ist jetzt halt, wie es ist. Okay, zurück zu den Charts. Sven, du fragst den Nasdaq. Na klar, schauen wir uns den Nasdaq an. Wir gucken hier in den Nasdaq mit rein. Hier ist er, der US-Tech ist das Kürzel hier an dieser Stelle. Auch diesen Index gucken wir uns erst einmal im Tageschart an. Und auf den ersten Blick sehen wir hier
absolut dasselbe Bild, wie wir gerade im DAX gesehen haben und wie wir auch gerade im S&P 500 gesehen haben. Laufend haben wir hier einen Abwärtstrend, der entsprechend mittlerweile auch wieder in einer tiefen Korrektur steht. Ne? Wichtige Marke oder wichtiger Punkt hier an dieser Stelle, hier oben wieder das Ganze und das Ganze hier daneben geschrieben, hier die Marke von über den Daumen 7300 Punkten. Da muss der Nasdaq drüber, dass wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. So, nun haben wir hier allerdings auch wieder die Situation, wir haben einen sehr volatilen Markt, wir haben hier eine weit gelaufene Bewegung und weit gelaufene Bewegung, wenn die weit korrigieren, dann haben wir halt viel Potenzial auch nach oben, was schön ist für die kleinen Zeiteinheiten auch wirklich zum Traden im kurzfristigen Bereich. Wir haben jetzt hier auch für den heutigen Tag wieder interessante Tageshochs liegen, die bei der aktuellen Schwankungsbreite auch sehr, sehr interessant sind, weil sie anlaufbar sind. Die haben wir aber sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite, das heißt, wenn wir hier beispielsweise auch sowas sehen, wie wir es schon sehr, sehr oft gesehen haben, wir hatten wirklich einen tollen Schub nach oben unter der Woche und zum Freitag wird dann wieder Gewinnmitnahme gemacht, dann sehen wir halt die Marken unten. Das ist jetzt mal für das Kurzfristige. Das mittelfristige Bild ist hier aktuell abwärts gerichtet auf der einen Seite, aber, und das ist jetzt das, was ich gerne wieder mit Ihnen anschauen möchte, wenn wir uns das Ganze mal auf der Woche anschauen, dann haben wir hier in der Woche weiterhin den intakten Aufwärtstrend. Ne? Wir hatten hier die letzte Korrektur und dann haben wir hier die starke Bewegung gehabt nach oben hin. Das Ganze war natürlich untergeordnet auch trendförmig ersichtbar. Jetzt läuft der Markt hier unten und er hat genau das Gleiche gemacht, wie entsprechend, dass der DAX ersichtlich hat, wie entsprechend auch, dass der S&P 500 ersichtlich hat. Er hat hier unten einfach, ja, ohne so ein Widerstands- oder Unterstützungslevel hier unten anzulaufen, der hat einfach rumgedreht. Einfach zack, nach oben sind die Käufer wieder in den Markt reingekommen. Der Markt schnappt sozusagen ziemlich schnell nach oben. Und das ist auch genau das Bild, was wir hier entsprechend sehen in diesem Markt. Worauf ich persönlich jetzt warte, ist einfach zu sagen, was macht der Markt? Ja, wie schon gesagt, die Entscheidung, ob das Ganze jetzt hier ein Aufwärtstrend wird oder nicht, die steht erst einmal aus, wenn wir hier die 7300-Punkte-Marke überschreiten. So, wenn ich mir persönlich was wünschen dürfte, ich weiß, nach mir geht's nicht, aber wenn man sich was wünschen darf, ich mache das einfach mal, ich würde mir sowas wünschen wie hier. Bewegung, Korrektur, dass wir hier untergeordneten Trend bekommen. Dann zeigt uns der Markt nämlich auch untergeordnete Trenden an und dann haben wir schon mal ein bisschen bessere Entscheidung, dass der Markt mal auch kurzzeitig Zeit hatte zum Durchatmen und dann wieder entsprechend nach oben zu laufen. Das würde ich mir wünschen. Das sehen wir jetzt momentan noch nicht. Wir sehen jetzt einfach nur die Fahnenstange. Das heißt, so scharf, wie es hier nach unten ging, geht es jetzt aktuell entsprechend auch nach oben übergeordnet, wie schon gesagt, weiterhin auf ja, der abwärts gerichteten Seite. Was wir hier sehen, ist aktuell die Korrektur. Wie schon gesagt, das Trading im Intraday-Bereich ist immer ein bisschen was anderes wie das, was wir hier im großen Bild machen. Also wir haben den Schub weiterhin von unten nach oben, aber die Chancen, entsprechend aus der tiefen Korrektur heraus der Woche wieder nach oben zu laufen, die sind definitiv auch da. Und wenn wir mal sehen, wo wir jetzt herkommen und was wir am Potenzial noch hier oben haben, da ist schon noch einiges auf der Agenda. Ne? Wir stehen jetzt hier bei 7,1 und hier oben bei knapp 7.800 Punkten oder Richtung 8.000 Punkte, 7.800 Punkte war das Hoch hier. Ich muss mal kurz gucken, wo war denn das Wochenhoch? Das war gewesen, na, bei 7.706 war es gewesen, also hier. Das sind 7.706 Punkte. Da ist einiges an Potenzial da, was wir hier bei einem möglichen Jahresendrallye auch noch nach oben haben könnten. Was wir halt jetzt nicht wissen, ist die Situation, was macht er hier oben? Ne? Läuft er weiter drüber, dreht er rum, macht ein tieferes Hoch? Das wissen wir alles nicht. Wir sehen halt nur, wo wir aktuell stehen. Und ich mache auf der World of Trading auch den Ausblick für das kommende Jahr in Detail. Da besprechen wir einfach mal, was hier nächstes Jahr auf uns auch wartet. Jetzt an der Stelle müssen wir erstmal schauen, wie der Markt sich weiterentwickelt. Und im Tag sehen wir halt die Korrektur des Abwärtstrends. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger, aber es ist erst einmal schön zu sehen, dass der Markt nicht weiter einfach so brutal massiv abverkauft, sondern eine Gegenbewegung macht. Und jetzt wird es halt wirklich spannend, wo der Markt hier rumdreht und wie er sich beim Rumdrehen verhält. Das heißt, macht er einen Schub nach unten, ein höheres Tief und dann dreht er nach oben. Das wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen. Da müssen wir einfach mal abwarten. Wir stehen auch hier mittendrin in der Korrektur und das ist der aktuelle Punkt an dieser Stelle. Sven, ich hoffe, das hat soweit gepasst. Wenn hier noch Fragen auftauchen, einfach, wo du geschrieben hast, im Facebook nochmal kurz nachfragen, dann kann ich auch hier entsprechend sehr, sehr gerne auch noch einmal reingehen. Also das waren hier mal der Blick in die wichtigsten Indizes und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Markt im Öl ist auch interessant, weil er etwas Druck vom Kessel der Inflation nimmt.
Und hier sehen wir einfach einmal, warum das so ist. Wir sehen hier laufend einen hervorragenden Abwärtstrend und der Schub, die Schubdynamik nach unten, die ist schon sehr, sehr, sehr stark an dieser Stelle. Und weil das Ganze hier auch so doll nach unten läuft, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in Ruhe auf Wochenbasis an. Und auf Wochenbasis, und das ist jetzt interessant, da ist der Aufwärtstrend gebrochen. Das ist doch eine Gegebenheit, wo ich sagen muss, damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet, dass wir hier einen entsprechenden Aufwärtstrendbruch in diesem Markt bekommen, wo die Wirtschaft doch wohl brummt. Also ist das vielleicht ein Vorbote für eine Umkehr? Man weiß es nicht. Auf alle Fälle ist eins, ich zeichne es mal ganz kurz ein, hier, das war der letzte Schub. Das heißt hier, der letzte Trendabschnitt hier. Hier hatten wir entsprechend diesen Korrekturbereich unten. Da ist der Markt jetzt drunter gelaufen. Der Markt ist sowieso oder sogar auch unter das nächste Korrekturtief gelaufen. Das heißt, hier ist jetzt gebrochen. Was jetzt kommt, wir wissen es nicht. Jetzt ist momentan weder Fleisch noch Fisch. Wir haben eine starke Abwärtsbewegung. Das heißt, wir können auch eine Korrektur sehen und dann bildet sich ein Abwärtstrend. Das ist alles offen. Auf alle Fälle im Öl ist die Lage jetzt so, dass ich jetzt nicht mehr sagen würde, wir finden hier eine tiefe Korrektur und drehen wieder rum auf Wochenbasis, weil die Wochentrends, die sind gebrochen und das ist schon sehr, sehr interessant zu sehen. Und wenn man jetzt mal das Abwärtspotenzial nach unten sehen will, wir schauen mal hier nach unten, wir haben ja hier unten, wenn man sich diese Bereiche mal anschaut, um die Marken, ich mache mal kurz die Preisschilder auch mit dran, also hier in diesem Bereich, dann hier unten in dem nächsten Bereich, hier ist auch ein Support, da haben wir einiges an Potenzial nach unten, wo der Ölpreis auch hinlaufen kann. Muss man sehen, ob er es tut, das weiß man nicht, aber auf alle Fälle, der Chart gibt das Ganze jetzt her und wenn wir uns das Ganze mal in Monatsbasis angucken, gut, das sehen wir relativ wenig, aber was wir hier sehen ist, wir sehen hier diesen Aufwärtstrend und wir sehen halt, wie viel Potenzial nach unten hin da ist. Also ich denke mal, diese Marke von 58,72, die kann man hier auch ein bisschen im Hinterkopf mit behalten. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was der Markt macht. Ich habe halt keine Glaskugel. Es kann sein, dass der Markt sich wieder besinnt und dann doch einfach wieder nach oben läuft oder aber wir wirklich hier unten runterlaufen. Das wird sich zeichnen. Auf alle Fälle die nachlassenden Preissteigerungen hier im Öl, die nehmen Kesseldruck runter von der Inflation für uns in Europa und auch in den USA und das könnte ein positives Zeichen sein und das könnte genau das Zeichen sein, was auch die Wirtschaft braucht, damit sich die Indizes wieder weiter nach oben entwickeln können. Also wir schauen mal, was die einzelnen Puzzleteile hier in diesem Bild für uns zur Verfügung stellen, wenn wir es zusammensetzen. Ich denke, jetzt in den nächsten Tagen wird es da eine Entscheidung geben, vielleicht auch um den Dienstag, Mittwoch nächste Woche herum, wenn die Midterm Elections in den USA vorbei sind und die Notenbank am Donnerstag dann auch gesprochen hat. Ich denke, die nächste Woche wird sehr, sehr, sehr spannend hier in diesem Bereich. So, damit hier gut für die entsprechende Besprechung. Ich gucke gerade mal in die Chats hinein. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Also hier an dieser Stelle gibt es jetzt die Besprechung des edukativen Parts. Ich mache da auch wieder rein technisch einen Cut für Sie. Das kennen Sie ja schon, dass wir hier an dieser Stelle wieder rübergehen können und dann im Endeffekt nicht auf der Seite von Tickmill, sondern im jetzt stehe ich auf der Leitung im YouTube von Tickmill, also im YouTube-Kanal von Tickmill, dort stelle ich Ihnen das Webinar, den zweiten Teil vom Webinar auch direkt wieder rein und da können wir dann entsprechend immer wieder auf dieses Video zugreifen. Jetzt geht es also um die Anleihen. Ich mache kurz den technischen Stopp hier an dieser Stelle, nehme mal einen Schluck aus dem Wasserglas und bin sofort auch mit dem Ton wieder für Sie zurück.